Ende stark danach aus. Boah, ich fahr jetzt einfach mal, Alter. Das kann ja, ja nicht schlechter als letzter werden. Was soll passieren, Alter? Wir haben Ultrasoft. Einfach mal gucken, was geht. Das ist schon nice. Auch kein Fehler immerhin, aber auch noch nicht super schnell. Da ist schon der Fehler. Ich hab mich schon ein paar Mal verschalten. Programm, so wie da halt gedacht ist. Weil ich kenne die Strecke, Alter, ich kann das nicht. Da ist einfach die Werbebanner links und rechts von der Strecke, die sind die ganze Zeit durchgehend gleich, da bist du nicht, wann da eine Kurve kommt. Boah, der eine Sektor ist ja ganz anders hier, ich erinnere mich. Mit über die Brücke fahren. Oh, ja. Aber du kannst halt, ne, noch umverlagern. Ich weiß nicht, wenn du das richtig verstanden hast, Lubik, desto höher die Prozentzahl, desto mehr ist das Vorderrad direkt. Ah, ja, ich bin 15. Ich 14. So. Das hätte man nicht machen sollen. Dann hätte jetzt in der Einstellung gehen können und der hätte den Timer, wenn er runterjagen, die 30 Sekunden. Ich glaube auch nicht. Ganz schwacher Start. Ja, wenn wir jetzt so, ja. Was ist das denn? Die fahren alle hier mit Rot? Warum fahren die denn alle mit Rot? Sind die Stone? Wenn die Lila haben können, würde ich dann hier mit Rot fahren. Alter, als ich mir gerade hier Forst hat er Car auf den Dreck, Alter, aber ey, easy. Wow. Ich würde gerne nach innen kommen, aber ich darf nicht. Dick, ja. Boah, ey. Ja, jetzt haben wir natürlich. Der Typ. Ah, geil, ey, schon wieder. Kleinen Flügelschaden. Den hast du ein bisschen weggedreht, das gefällt mir. Ich war aber auf keinesfalls schuld. Ja, nö. Erstmal auf Nein stellen, Flügel reparieren. Ja, das ist wohl sonst ein bisschen heftig. Boah, die Kurve ist so anders. Das hat Getze erst gemerkt davor, im Qualifying nicht. Jetzt hat gemerkt, dass es da anders ist. Oh ne, ach du bist es, okay, easy. Ich leg mal meine Reife am Auge. Oh! War da gut? Ach. Zweimal angedockt jetzt hier gerade. Ja, das hab ich gesehen, ja. Aber wenigstens scheint doch nicht mal zu stimmen, was man hier sieht, im Gegensatz zu den anderen F1 immer. Oh, Alter. Ich hab DRS. Aber nicht vorbei. Kann man so machen oder man kann es sein lassen. Welt. Einfach nur Welt. Du musst ja auch noch die Nase holen, sagst du? Mach ich aber nicht. Ja, deswegen frage ich, ob du musst. Hätte der Senker jetzt gerade ein Stück abgefahren hast und jetzt unfahrbar wird. Das zum Glück nicht. Oh, was mache ich mit der Bremse, Alter? Heftig. Ja, approaching in the. Mein Setup halt gesehen hat Bremsdruck bei 18% drinne. 5 Minuten leichter Regen, wow. Oh. Das ist nicht gut. Das sind nochmal 6 Runden, dann sind wir bei 12. Was wollt ihr mir anmachen oder die Pisser? Ah, ich bin mit richtigem Tempo in die Box gekommen, ey. Ja, hier ist man aber in dem Formel 1 ist man das erste Mal. Okay, bei 15 finde ich, ist das auch schon ein bisschen so. Bist du zum ersten Mal so richtig gezwungen, Alter, echt mit normalen Tempo um die Kurve zu fahren, Alter. Du kannst ja nicht mehr so rumbratzen wie bei den anderen F1. Kannst du schon, nur dann ist der Reifen weg. Ja. Und deswegen, Alter, weil irgendwie kommst du um jede Kurve hier mit wenig Geschwindigkeit perfekt, Alter. Also, sobald du ein bisschen zu schnell bist, merkst du sofort, weil du keine Kurve mehr kriegst. Ist einfach so. Ja. Jetzt hat er gerade bei mir was mit weggelabert und. Genauso sein.
Alter, ich drehe mich hier erstmal bei der Ausfahrt fast. Der ist deaktiviert. Ja. 3,5 Sekunden, Mann, bitte euch. Warum so lange? Naja, ich weiß, dass es disabled ist. Oh. DRS will be offline. Erst ist disabled, danach ist es offline. Schön 3 Stops gemacht, dieses Rennen auch nice. Ja, ist so. Mit Flügelwechsel aber auch. Oh, blockiert und fast reingefahren in ihn. Es hat richtig schön gequietscht. Sie blockieren so heftig. Eieiei. Das waren noch 2 in der Box. Lol. Arianto und Ericsson. So, jetzt mit besserer Traktion. Alter, wie die Karre gerade durch die Gegend gerutscht ist auf das Startziel. Total krank. Außen am Haas vorbei. Sehr schön. Bäm, Alter, so geht das. Alter, und ne? In Kanada hatte ich auch Safety Car. Hast der nächste weggedreht? Ja. Ich hab Platten. Lol. Ja. Bist du gegen eine Wand gefahren oder über ein Teil oder was? Wiss ich nicht, wahrscheinlich gegen eine Wand gekommen. Also, er ist nicht spürbar für mich, aber ja. War gleich Reifen weg, Alter. Boah. Sei rot. Wie alles reflektiert jetzt hier mit dem Regen, Alter. Komm, ey, den sauber krieg ich noch. Ich glaube, er zeigt mich verkackt hier mit den Fullwets. Mal sehen. Machen wir hier Reifen-Temperatures. Regen soll stärker werden. Er sieht ja auch fast so aus, aber ihr merkt, tue ich jetzt, weiß ich noch nicht. Gleich vielleicht. Mann, super, super Nasr. Er ist so langsam, blockiert mich die ganze Zeit. Jetzt habe ich den zweiten Teil vom Flügel ab. Und halb gedreht. Da kann ich es frustrierend, hinter den hinterher zu fahren und wenn er dann vorbei will, macht er Kacke. Ja. Ich war die ganze Zeit so vorsichtig und dann. Das ist so ein Reinkönnen-Gefühl, kannst du das? Ja. Jetzt hole ich ihn. Oder ich fahre mich kaputt. Eins von beidem. Irgendwie gar nichts von beidem. Wenn ich richtig aussehe, schwimmt das Auto hin und her. Ja, aber Rosberg ist Erster. Deswegen. Ja, ist klar. Macht Sinn. Die Überhol-Session hier gerade. Der hat dich vielleicht schon. Überholt, während ich in der Box genau. war. Meinst du? Ja. Naja, das halte ich die Waage. Oh, oh. Jetzt reinbremsen. Nein. Komm schon. Oh, brutal. Brutal. Ich hab ihn. Bin durch.